einer Mannschaft, die nur gewinnen kann. Das ist das Mein voller Name ist Riccardo Terenzoni Maria Giuseppe Günther. Ich bin 16 Jahre alt und ich spiele Bass. Ich heiße Gaspar Faisal und bin 12 Jahre alt. Ich heiße Marie-France Rodier und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Oskar Stelzer und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin der Ralf und bin 15 inzwischen. Also ich wurde empfohlen, weil ich auch in der Schulband spiele und dann bin ich einfach hierher gekommen, weil ein Bassist gebraucht wurde. Ja, natürlich toll. Ich habe ein Casting gewonnen und war schon cool. Ich könnte eigentlich explodieren, als ich das erfahren habe, dass ich in der Band bin. Also ich fand's super. Also ich hätte damit nie gerechnet, dass ich in der Band bin, aber wenn man mit kleinen Schritten vorausgeht, schafft man es irgendwie auch. It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Ja, wir proben seit einem Monat, so ungefähr, ja, jede Woche haben wir uns jetzt knapp zweimal getroffen, sogar in den Ferien. Und das Coole ist, wir haben jetzt 4 Songs, die wir natürlich noch ein bisschen verfeinern müssen. Darunter ist ein eigener, 2 Coversongs und einer von diesem Projekt, was letztes Jahr gelaufen ist. Ja, und ich bin ziemlich begeistert, weil es macht richtig viel Spaß mit denen, ist richtig cool. Klar, die Band muss noch irgendwie zusammenwachsen. Wir haben noch keinen Namen. Das wird vielleicht heute entschieden. Wir machen jetzt heute noch Fotos. Das Ziel ist, einen ersten Auftritt zu spielen im August. Das wäre praktisch so in anderthalb Monaten ungefähr. Ja, vielleicht haben wir bis dahin 5 Songs. Wer weiß. Ich habe mir so gedacht, okay, wie viele Mitglieder sind wir da? Sind wir da? Wie viele Jungs, wie viele Mädchen, wie alt sie sind? Und als erstes war ich halt ein bisschen überrascht, weil das alles Jungs waren. Und dann haben die mir gesagt, ja, du bist das einzige Mädchen. Aber dann im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es super war, dass alle ganz nett sind und so. Ja. Also am Anfang hatte ich ein gutes Gefühl, als ich meine Bandmitglieder gesehen habe. Ja, ich habe mich eigentlich schon an dem Tag, als ich sie gesehen habe, richtig gefreut, als ich für die erste Probe. Die erste Probe, das weiß ich noch, die war ganz toll, das weiß ich noch, weil irgendwie jeder war überrascht, dass es irgendwie vom ersten Mal irgendwie aus so gut geklappt hat. Und ja, dann, das hat uns halt ermutigt, irgendwie weiterzumachen. Also wir können schon vieles, aber wir müssen noch viel einüben, wir müssen noch viel lernen, aber das kriegen wir alle schon auf die Reihe, jetzt sind wir schon also gut beim Einüben. Get on your bike. Wir spielen jetzt schon 5 Lieder und üben jetzt noch ein bisschen dran, so ein bisschen die Feinmotorik. Ja, wir haben 2 Coversongs. Patient von Take That und Bruno Mars, Just the Way You Are. Und andere 2, die haben wir selbst geschrieben. Wir wollen am Streetlife auftreten, im September. Und da wollen wir halt ein Konzert machen. Wie es danach weitergeht, das hängt total von den Leuten ab, finde ich. Just the way you are, the patience. Der Song ist noch lang nicht fertig.